Man hat es, glaube ich, gesehen nach dem 2-0, was das für eine Erleichterung war. Ich glaube, das Tor von Davy war so ein bisschen der Dosenöffner. Wir haben gekämpft, wir haben Leidenschaft gezeigt auf dem Platz, genau das, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, man hat, glaube ich, gesehen nach Abpfiff, was für eine Erleichterung das für uns alle war. Wir haben, denke ich, einfach die richtige Reaktion gezeigt. Gar nicht so viel gequatscht, sondern wirklich uns einfach besinnt auf das, wo es drauf ankommt. Und das waren jetzt die entscheidenden Wochen für uns, oder sind die entscheidenden Wochen. Und da jetzt zweimal zu gewinnen, ist unfassbar wichtig. Ich begrüße euch zu einem neuen blau-weißen Wochenrückblick, präsentiert von 94.3 RS2. Erleichterung, Kampf, Leidenschaft, ein ganz wichtiger Sieg. Ja, ich glaube, wir alle können da Davy und Marcel nur zustimmen. Das waren big, big, big Points für uns. Und da wollen wir natürlich jetzt auch in Bielefeld unbedingt weitermachen, um auch in der neuen Saison erstklassig zu sein. Das Spiel in Bielefeld ja eine Art vorzeitiger Matchball für unsere Jungs. Jetzt gilt es eben, diesen auch zu verwandeln. Grundlage dafür natürlich eine richtig gute Trainingswoche. Und die begann für die Jungs am Mittwochmorgen. Mit breiter Brust und mit einem kleinen Selbstvertrauensboost nach zuletzt zwei siegreichen Partien betraten Mannschaft und Trainerteam am Mittwochmorgen bei bestem Wetter den Trainingsplatz. Die 6 Punkte haben die Ausgangslage im Abstiegskampf für alle Blau-Weißen natürlich verbessert. 6 Zähler, die aber noch nicht den Klassenerhalt bedeuten. Zeit zum Durchschnaufen bleibt also nicht. Fokus, Spannung und die volle Bereitschaft hochhalten. Werte, die in dieser Woche ganz besonders wichtig sind. Ein glücklicher Sieg mit Stuttgartern, die die bessere Mannschaft waren. So lautete jedenfalls das Fazit von Felix Magath nach der Partie am vergangenen Sonntag. Eine ruhige und sachliche Analyse, die eben auch suggerieren soll, dass es trotz der jüngsten Erfolge gegen die direkte Konkurrenz noch nicht geschafft ist. Die jetzige Ausgangslage haben der Mannschaft aber dennoch ein bisschen Luft verschafft. Und mit einem Sieg beim Tabellen-17. aus Bielefeld könnte als nächster Schritt der Direktabstieg vorzeitig verhindert werden. Die Gefühlslage beim Auftakttraining, also eine Mischung aus positiver Anspannung und vollem Fokus auf das Duell mit den Ostwestfalen, wo nach seiner Gelbsperre gegen Stuttgart auch Marco Richter wieder einsatzbereit sein dürfte. Neben Marco Richter waren bei der Auftakteinheit am Mittwoch auch wieder Linus Gechter und Müsian Maulieder mit von der Partie. Beide hatten unseren Blau-Weißen zuletzt nicht zur Verfügung gestanden. Aus Gründen der Belastungssteuerung spulten Prince Boateng, Lucas Toussaint und Wladimir Darida ein individuelles Programm ab. Stefan Jovetic und Kylian Nzonna befinden sich derweil weiterhin im Aufbau. Zumindest ein Teil der genannten Akteure sind aber im Wochenverlauf wieder zum Team gestoßen. Mit voller Kraft sollen jetzt beim Duell gegen die Arminia also die nächsten Big Points im Kampf um den Klassenerhalt eingesammelt werden. Beim Heimspiel gegen Stuttgart gab es nicht nur ganz wichtige 3 Punkte, sondern auch ein paar ganz besondere Ehrungen. Denn unser Vizepräsident Thorsten Manske ehrte zahlreiche blau-weiße Mitglieder für ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum. Mit dabei waren auch weitere bekannte Gesichter aus unserer Hertha-Familie. So nahm unter anderem Bernd Schiphorst, ehemaliger Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender, Gründer der Hertha BSC-Stiftung sowie Mitglied unseres Aufsichtsrates, ebenfalls seine Urkunde entgegen. Allen geehrten Herthanerinnen und Herthanern sagen wir vielen Dank für eure Treue und euer langjähriges Engagement in unserem Club. Auf viele weitere gemeinsame Jahre in Blau und Weiß. Am Mittwochabend trugen unsere Bubis ihr Hertha-Trikot sicherlich mit besonders viel Stolz. Denn im Halbfinal-Hinspiel um die B-Junioren-Meisterschaft ging es für die Elf von Oliver Reis ins mit 1500 Zuschauern gefüllte Gazi-Stadion auf der Waldau. Und unsere Bubis erwischten prompt den besseren Start. Unsere Nummer 10 buxierte nach gleich 7 Minuten die Kugel zur vermeintlichen Führung ins Netz, stand aber beim Zuspiel von Mazza leider knapp im Abseits. Die gefährlichste Szene unserer Blau-Weißen folgte nach einer gut getretenen Dardai-Ecke, die Kapitän Clemens zwar wuchtig, aber nicht platziert genug auf den Kasten köpfte. Den ultimativen Dämpfer gab es dann gleich kurz nach dem Seitenwechsel. Der VfB brachte einen abgefälschten Schuss in der 46. Minute im Netz unter und ging in Führung. Bis
Besonders bitter, in der Nachspielzeit sah unser Kapitän Clemens auch noch glatt rot. Nach abwechslungsreichen 90 Minuten und der knappen Niederlage resümierte Coach Oliver Reis einen offenen und intensiven Schlagabtausch beider Teams. Unterm Strich, ich weiß nicht, ob ich sogar gehen würde zu jetzt verdient, also Glückwunsch auf jeden Fall, aber unverdient ist es auch nicht aufgrund der zweiten Halbzeit, wo sie, sagen wir mal, spielerisch ein paar mehr gute Momente gehabt haben als wir. Schon diesen Sonntag um 15.30 Uhr empfangen unsere Blau-Weißen den VfB Stuttgart zum Rückspiel im Amateurstadion. Mit der knappen 1:0-Niederlage ist für das zweite Duell aber natürlich noch alles drin. Wir wünschen dabei ganz viel Erfolg. Und los! Ja, und los ging das diesjährige Ostercamp unserer Hertha BSC Fußballschule. In den zweiwöchigen Osterferien trafen sich über 100 hochmotivierte Kids zwischen 6 und 13 Jahren, um in den blau-weißen Farben gemeinsam an ihren fußballerischen Fähigkeiten zu arbeiten. Während der Vormittags- und Nachmittagseinheiten vermittelten unsere Akademietrainer wichtige Themenschwerpunkte, die sie auch den Bubis in unserer Akademie beibringen. Passspiel, Tempodribbling und Torabschluss. Der Spaß kam trotz des anspruchsvollen Programms aber natürlich auch nicht zu kurz. Im Juli werden übrigens auch zwei Sommercamps im Olympiapark stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Nachwuchs. In diesem Sinne. Vom Camp zum Cup. Und aufgepasst, liebe Herthanerinnen und Herthaner, wir haben da was für euch, denn die Berliner Straßencups gehen in die nächste Runde. Hey Leute, kommt zum Straßencup 2022 und zeigt, was ihr drauf habt. Ja, das Fußballspielen in Fußballkäfigen gehört genauso zu Berlin wie die Spree und die Currywurst. Und jetzt wird aufgeteilt auf 4 Käfige ab Mai wieder gezockt. Alle Infos zur Teilnahme, Voraussetzungen und genauen Terminen findet ihr auf unserer Homepage unter www.herthabsc.com. Habt ihr trotzdem noch offene Fragen? Dann meldet euch einfach per E-Mail an bsc@1892helf.de. Wir freuen uns auf euch. Haben wir uns durch den 2:0-Sieg gegen Stuttgart ein wenig Luft verschafft, steht Bielefeld nach der Niederlage gegen den FC Köln weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Die erwartete Trendwende unter dem neu installierten Trainergespann Kostmann-Henke ist vorerst ausgeblieben. Die Bilanz der letzten 8 Spiele, ein erster Anhaltspunkt für die sportlich bedrohliche Situation. Aus den letzten 8 Bundesligaspielen hat die Arminia nur einen Punkt geholt. Den letzten Dreier gab es in einem Heimspiel, aber gegen einen Berliner Club. Und zwar das 1:0 am 19. Februar gegen Union. Schaut man sich mal die Statistiken der Ostwestfalen an, dann lässt sich Folgendes festhalten. Viel Aufwand und wenig Ertrag. Die Bielefelder spulen ligaweit nämlich die meisten Kilometer ab, sind ligaintern auf Platz 3 der gewonnenen Zweikämpfe und sogar auf Platz 1 in der Rubrik gewonnene Kopfballduelle. Der hohe körperliche Aufwand geht aber ein wenig zulasten der Torgefahr. Denn mit gerade einmal 24 erzielten Treffern sind sie das torungefährlichste Team in der Bundesliga. Ein Nachfolger von Fabian Klose als waschechten Torjäger sucht man in Bielefeld weiterhin vergeblich. Mit 8 Toren führt Mittelfeldspieler Masaya Okugawa die teaminterne Torschützenliste an. Der 1,77 Meter große Japaner, sicherlich aber kein Kopfballungeheuer. Und so wartet die Arminia in dieser Saison noch auf ein Tor nach einem Eckball oder Freistoß. Und apropos Standards. Wir wurden unter Felix Magath bisher noch nicht nach runden Bällen bezwungen. Die neue defensive Stabilität, sicherlich eine der wichtigsten Errungenschaften unter dem 68-Jährigen. Es wird 90 Minuten ein harter Kampf werden, denn Bielefeld kämpft natürlich gegen uns um ihre letzte Chance, uns in diesen Abstiegskampf mit reinzunehmen. Und von daher erwarte ich also eine ganz, ganz heiße und harte Partie. Und es wird eng werden, wer zum Schluss vielleicht der Glücklichere ist.
Ja, und Felix Magath kann in Bielefeld seinen 235. Sieg als Bundesliga-Trainer einfahren und mit Thomas Schaaf gleichziehen. Nur Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld feierten noch mehr Trainersiege. In den 5 Bundesligaspielen unter Felix Magath sind unsere Blau-Weißen fast 30 Kilometer mehr gelaufen als ihre Gegenspieler. Wir befinden uns daher seit der Übernahme von Felix Magath ligaintern auf Platz 1 in den Rubriken Laufleistung und Sprints gegen den Ball. Eine deutliche Steigerung also. Ja, und die Laufbereitschaft, die zahlt sich aus, denn Hertha blieb bei den jüngsten 2 Bundesligasiegen in Augsburg und gegen Stuttgart ohne Gegentor. 3:0 Siege am Stück gab es zuletzt im April 2003 unter Huub Stevens. Ja, und Huub Stevens saß auch bei einem für ihn sehr speziellen Auswärtserfolg im Jahr 2002 auf unserer Trainerbank und auch damals blieben wir ohne Gegentor. Ein Spiel und seine Geschichte. Und nun, liebe Freunde, hört gut zu, es war einmal. Das Jahr 2002, 5. Spieltag und ein Samstagnachmittag auf der Bielefelder Alm. Und die ersten Minuten gehörten den Hausherren, die mit schnellen Kombinationen die Berliner Abwehr auszuhebeln versuchten. Detlef Dammeier hatte nach 8 Minuten bereits die erste gute Gelegenheit der Partie. Nachdem Arthur Wichniarek ihn vor dem Strafraum gut in Szene setzte, kam er zum Abschluss, aber Kiraj war zur Stelle. Nach und nach kamen aber die Herthaner besser mit der Arminia zurecht und versuchten ihrerseits Druck zu erzeugen. Immer wieder von Marcelinho initiiert, erspielten sich die Hauptstädter ein paar gute Chancen, scheiterten aber letztlich an Arminia-Keeper Heim. Nach dem Seitenwechsel die Hertha dann aber konsequenter. Und wie? 52. Minute. Die Bielefelder Abwehr behinderte sich vor dem eigenen Strafraum selbst. Nutznießer war peinlich, der das Leder zu Marcelinho brachte. Und Marcelinho tat das, was ein Marcelinho eben tut. Der Brasilianer ließ sich diese Chance aus ca. 16 Metern Torentfernung natürlich nicht nehmen und schloss überlegt mit dem Innenriss ab. Im weiteren Verlauf waren die Ostwestfalen zwar durchaus bemüht, schafften aber kein Durchkommen durch die nun dicht gestaffelte Berliner Abwehr. Am Ende des Nachmittags stand also der erste Saisonsieg der Berliner und die ersten 3 Punkte für Huub Stevens fest. Und das war vor allem dem Brasilianer Marcelinho und einer starken Abwehrleistung zu verdanken. Also in Bielefeld können wir mit einem Sieg den Direktabstieg vorzeitig verhindern und damit uns allen, ich glaube, ein paar ruhigere Schlusswochen in dieser Saison bescheren. Wie wir die Bielefelder eventuell knacken können, das verrät mir hoffentlich Torben Marx. Er ist nämlich diesmal mein Gast in der Matchday-Warm-Up-Show. Die gibt's für euch am Samstag ab 9 Uhr auf all unseren Kanälen. Schaut doch gerne mal da vorbei, wir würden uns freuen. Für den Moment wünsche ich euch jetzt aber erstmal einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns dann hoffentlich mit frohe Botschaft nächste Woche an genau dieser Stelle wieder. Tschüss.